Es gab keine Anzeichen. Es kam ohne Warnung. Zu uns allen. Die letzten Verzweifelten kämpften um ihr Überleben. War der Cooper mit dem Schwert, das weiß ich genau. Genau sowas macht er immer. Das bin ich. Der coole Typ. Vielleicht gab es die Gelegenheit für Frieden. Aber Verzweiflung und Vertrauen gehen selten Hand in Hand. Und so begann ein Jahrtausend der Konflikte. Tausend Jahre Krieg. Die größten Krieger, die die Welt je gesehen hat. Der Grund ihres Kampfes verloren in der Geschichte. Und doch stehen sie immer noch und suchen nach einem Zeichen des Friedens. Ich werde sie eines Besseren belehren. Ich bin Apollyon. Ich bringe den Krieg. So eine fiese Schlange. So, und damit hallo und herzlich willkommen auch in Richtung YouTube zu For Honor, der Beta nämlich, die wir gerade im Livestream auf Twitch spielen. Und ich hoffe mal, dass das jetzt alles funktioniert. Ich muss nämlich sagen, für die Aufnahme wird es nämlich ein kleines Problem geben. Ich kann momentan kein Fullscreen einstellen. Ich muss nämlich erst das Tutorial spielen. Das heißt, das Tutorial ist noch im Fenstermodus. Danach können wir es hoffentlich dann umstellen. So, auf jeden Fall. Was machen wir? Ritter, Wikinger, Samurai. Ich fange mal mit einem Ritter an einfach. Also, ja, das finde ich sehr schön. Man kann hier sehr viele Sachen machen. Man kann nämlich hier, keine Ahnung, ich spiele mit dem Controller im Übrigen. Man kann hier verschiedene Hintergründe, Farben wählen und. Man kann hier so ein richtig schönes Banner einstellen. Es gibt hier wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie hier die Icons platziert werden und. Also da ist... Ja, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt letztlich. Ich habe keine Ahnung von diesen Bannern. Wir machen einfach mal zufällig ein bisschen. Oh ja, das war schön mit dem Herzen, das war schön. Das ist cool.
Ich mache mal einfach zufällig einfach ein Banner. Wir werden im Laufe des Spiels vielleicht mal ein eigenes Banner erstellen. Und der Ton ist sehr laut. Dafür entschuldige ich mich für die auf Twitch. Ich muss den Sound noch leiser stellen. Kann ich aber nur in-game machen, leider. Aus welchen Gründen auch immer. Belohnungen. Am Ende jedes Matches gibt es eine Chance, Beute zu machen. Finde ich gut. So. Optionen, du kannst... Neues Missionsziel. So, im Deckungsmodus kannst du ein Ziel mit LT aufschalten. Halten, um fortzufahren. Aha. Schnell loslassen, dann halten. Ah, okay. Achso, kann man wechseln, okay. Deine Deckung legt fest, in welche Richtung du angreifst und blockst. Aktiviere die Deckung mit LT, ändere sie mit RS. Okay. Okay. Ah, okay. Cool. Oh, das wird mega kompliziert werden. B, LT halten und RS. Drück und halte B ohne aktiven Deckungsmodus, um das Training zu beenden. Boah, Alter. Ziel erfüllt. Zeigt es ihnen! Um zu blocken, bewege deine Deckung in Richtung des Angriffs. Was? Was? Okay. Ach du Schande, das wird mega kompliziert bestimmt. Blockiere nach links. Okay. Blockiere nach rechts. Das ist relativ einfach. Ach du Schande. Muss ich jetzt irgendwas machen eigentlich? Ah, okay. Ich muss das nur schnell wechseln immer dann. Okay. Ach du Crap. Ah, okay, man sieht immer, wie er angreift dann. Okay. Ziel erfüllt. Geil. Neues Missionsziel. Drück und halte B, ohne tiefen Deckungsmodus das Training zu beenden. Okay. Mir nach! Sturmangriff! Ach so. Ja, ist klar. Ich will noch ein bisschen üben gerade mal. Das wird bestimmt super. Ey, da muss man echt schnell sein. Dagegen ist Dark Souls ja Kinderkacke. Oh, das war nach oben, glaube ich. Ups. Das wird super. Okay. Ziel erfüllt. Schön. So, greife dort an, wo der Gegner ungedeckt ist. RB für einen leichten Angriff, RT für einen schweren Angriff. Okay. Okay. Wir probieren es mal. Ach du Schande. Okay, so greife ich. Okay. Der ändert seinen Angriff gar nicht, also seine Verteidigung gar nicht. Das ist relativ einfach. Okay, man kann auch doppelt schlagen. Sieh lang und greif an. Okay. Ah, Moment. Ach ja, der wechselt jetzt den Dingens, okay. Kann ich auch nach oben dann? Ah, nee, okay, er blockt, okay. Okay, gar nicht mal so schlecht. Komm ich irgendwie hoch? Nein. Einer gewechselt.
Oh, da verschwindet der Stein gerade. Ist gar nicht mal so gut, wenn der Stein verschwindet unten. Okay, geil. So, haben wir das. Ziel erfüllt. Was gibt's noch? Neues Missionsziel. Erobere Zone A. Okay, man kann auch rollen. Aha. Was ist das? Irgendwas mache ich hier noch mit X. Ich habe keine Ahnung, was. Kann man irgendwie Sachen kaputt machen? Nee, ne? So, schauen wir mal. Töte alle Feinde in einer Eroberungszone und halte sie für eine Sekunde feindfrei, um sie zu kontrollieren. Okay. Zeig mal, was man dir beigebracht hat. Okay. Ciao. Wird erobert. Geil. Checkpoint erreicht. Sehr gut. Okay, ist ein bisschen, ist es gar nicht mal so einfach. Also man muss ein bisschen darauf achten tatsächlich, dass man da, keine Ahnung. So, ich gucke mich hier ein bisschen um. Hier ist aber, glaube ich, nichts. Ne? Das ist ein reines Kampfspiel. Da muss ich, glaube ich, nicht irgendwie Gegenstände erobern oder sonst irgendwas. Beziehungsweise einsammeln. Ich glaube, wir latschen einfach immer so dann durch und kämpfen uns halt dann durch dieses riesige Schlachtfeld hier einfach. Drücke A für eine Ausweichrolle. Krieger können nicht auf... Was? Krieger können nicht aufgeschaltet werden. Lass LT los, dann drücke RB oder RT, um sie zu töten. Hä? Krieger können nicht aufgeschaltet werden. Das heißt wohl nicht ausgeschaltet werden, oder? Lass LT los, dann drücke RB oder RT, um sie zu töten. What? Was? Checky. Die Front kontrollieren. Töte Gegner, um deinen Kriegern zu helfen, die Front zu verschieben. Aha. Töte die Gegner, um deinen Kriegern zu helfen, die Front zu verschieben. Das dürfte dann das da unten sein. Was sind denn meine Krieger hier? Was für ein Gemetzel. Okay. Ich glaube, ich habe gerade die Front verschoben. Kann das sein? Bin mir gerade unschlüssig. Cool, ich habe den da sein Schild voll zerschlagen. Also ich komme mir gerade vor, wie bei 300 einfach dann, wie die Spartiaten, die einfach so durchmarschieren, einfach durch die Perser. So komme ich mir gerade vor. Es sind zu viele! Ich will nicht sterben! Es ist einfach zu viel! Ich habe bloß geschlagen und er ist umgefallen. Das ist ja toll. So, ich muss bestimmt irgendwie auf meine Soldaten hier warten, oder? Muss ich auf die irgendwie warten, oder was muss ich jetzt hier machen? Erreiche Zone C. Wo ist denn Zone C? Muss ich da hoch, dann kann das sein. So, also ich gehe mal gleich kurz auf Zone C, dann glaube ich, muss da links durch diesen Turm dann, glaube ich. So, ich glaube, ich muss da rein. Oder? Muss ich hier durch den... Ich weiß nicht, wo ich hin muss. So, auf jeden Fall... Aha. Ach, Zone C, okay.
Weiche im richtigen Moment aus, um Angriffen zu entgehen. Okay. Au. Okay. LS und A. Okay, ich muss dann praktisch... Ja, kann man hier so dodgen einfach, dann so ausweichen dann. Okay. Okay. Okay, ist mit dem Ausweichen ist ein bisschen, man muss dann in die richtige Richtung gehen immer. Hä? Also mit dem Ausweichen haut irgendwie nicht hin, ich weiß nicht warum. Erfüllt. Okay. Deckung durchbrechen und angreifen. Durchbricht die Deckung deines Gegners und verkette im Anschluss einen leichten Angriff. Ah, dafür ist das X gut. Okay. Ah, das ist ja praktisch. Echt praktisch mit dem Deckungsmodus dazu brechen einfach. Cool. Okay. Haben wir das auch? Deckungsdurchbruch und Wurf. Durchbricht die Deckung deines Gegners und verkette im Anschluss einen weiteren Deckungsdurchbruch, um deinen Gegner zu werfen. Du kannst die Richtung des Wurfs steuern. Heil. Wie Spaß. Es ist aber saukomplex von der Steuerung her. So, okay. Next. Wird erobert. Okay. Also momentan alles noch Tutorial. Besiege den Feind, bleib in Zone C. Training beendet. Herzlichen Glückwunsch. Du erhältst 2000 Erfahrungspunkte. Geil. So, auf zum Hauptmenü. Zugang zum Multiplayer. Kämpfe gegen den Kommandanten deiner Fraktion, um Zugang zu den Multiplayer-Aktivitäten zu erhalten. Aha. Kennen Sie. Aha. 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 Wächterin. Nicht rekrutiert. Aha. Friedenshüterin. Eroberer. Okay, ja, damit hallo und willkommen zurück. Jetzt auch im richtigen Fullscreen-Modus, haben wir gerade einstellen können. Ja, wir machen jetzt mal ein schnelles Spiel einfach im Multiplayer, beziehungsweise eine Spiellobby. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt Multiplayer ist. Auf jeden Fall sieht man schon, wir haben hier verschiedene Charaktere. Kensei, Plünderer etc. Und dann gibt es hier noch verschiedene Charaktere, Berserkerin und, die wir alle noch freischalten können im Laufe des Spiels. Ich lasse mich da etwas überraschen. Ich spiele mal wieder die Wächterin hier. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal, was unser Schönes erwartet. Duell, Ausrüstung. Du kannst das Aussehen zweier Ausrüstungsstücke mit derselben Seltenheit vertauschen. Okay, irgendwie kann man auch Ausrüstung farmen. Anpassung. Runde 1. Okay, so, damit hallo und willkommen zurück zu einer Runde. Ich habe gerade mal einen kleinen Cut gemacht, weil meine Monitoreinstellungen hier nicht so gepasst haben. Was? Also geht schon los hier. Ah, okay.
Okay, das ist schon ein bisschen härter jetzt gerade hier. Okay. Vor allem muss ein bisschen auf die Ausdauer achten. Das ist gar nicht mehr so ohne. Runde 1 gewonnen, okay. Letzter überlebender Held. So, sehr interessantes Spiel, sieht nur recht schwer aus. Runde 2. Es ist Gewöhnungssache, es ist tatsächlich ein bisschen Gewöhnungssache. Die Steuerung ist so ein bisschen am Anfang mit dem Blocken und alles mega kompliziert. Nein, zu langsam. Oh, das wird super. Okay. Oh oh. Alter, ist das schwer. Das ist echt mega schwer. Nein. Falsch. Oh, leckst du mich fett. Vor allem der blockt auch noch gut. Alter, das ist bloß die KI, die ich hier gerade spiele und ich lose hier voll ab. Wie geht es dann gegen andere Spiele? Ciao. Ach, es gibt noch Exekution dann. Das habe ich zu spät gesehen. Kriege ich wieder volle Leben? Das wäre super. Runde 3. Oder behalte ich meine schlechten Leben? Nicht behalte die Leben, okay. So. Warum muss echt schnell sein? Nein. Okay, so. Aua. Da habe ich falsch geblockt. Nein! Angriff von oben. Mist, hat er geblockt. Krass. Okay. Exekution. Läuft. Du hast dein Können bewiesen. Du kannst jetzt auf die Multiplayer-Aktivitäten zugreifen und am Fraktionskrieg teilnehmen. Geil. Der Fraktionskrieg ist ein fortwährender, plattformübergreifender Konflikt zwischen den Rittern, Wikingern und Samurai. Im Fraktionskrieg kämpfst du für die Fraktion, der du die Treue geschworen hast. Das hindert dich aber nicht daran, mit allen verfügbaren Helden zu spielen. Der Fraktionskrieg umfasst alle Multiplayer- und Bot-Aktivitäten. Nach jedem Match erhältst du Kriegsressourcen, abhängig von deiner persönlichen Leistung. Diese kannst du einsetzen, um ein feindliches Territorium zu erobern oder eigene Territorien gegen den Feind zu verteidigen. Auf globaler Ebene ist der Fraktionskrieg in Territorien-Updates, Runden und Saisons unterteilt. Territorien-Updates finden alle 6 Stunden statt. Eine Runde dauert 2 Wochen und eine Saison dauert 10 Wochen. Bei jedem Territoriums-Update übernimmt die Fraktion die Kontrolle, die die meisten Kriegsressourcen eingesetzt hat. Die Weltkarte zeigt die neu übernommenen Territorien und alle Frontverschiebungen. Die Fronten bestimmen, auf welcher Karte du spielen wirst. Auf einer Karte, die erst von Rittern und nun von Samurai kontrolliert wird, wirst du viele sichtbare Veränderungen feststellen. Am Ende jeder Runde erhalten die teilnehmenden Spieler eine Belohnung in Abhängigkeit vom Rang ihrer Fraktion in dieser Runde. Sobald eine Saison beendet ist, erhalten alle Teilnehmer eine Belohnung abhängig vom Rang ihrer Fraktion. Am Ende jeder Saison wird der Fraktionskrieg zurückgesetzt und geht nach einer kurzen Saisonpause weiter. Die Welt wird sich durch die Geschehnisse der vorangegangenen Saisons in For Honor fortlaufend verändern. Okay, das klingt doch mal sehr spannend.
Finde ich gut. Es klingt mega kompliziert. Es klingt echt mega kompliziert. Aber das Spielprinzip finde ich sehr, sehr cool. Ich frage mich dann bloß, was passiert, wenn man da komplett die Front einfach dann wegreißt und dann praktisch beispielsweise die Wikinger oder so komplett wegballert. Herrschaft, Deathmatch, Duell, Handgemenge. Ich habe keine Ahnung. Was? 1 vs 1 Duell. Aktivitätenwahl. Aktivitäten können in den folgenden Modi gespielt werden. Spieler vs. Spieler, Spieler vs. KI. Wenn für eine Aktivität im Modus Spieler vs. KI eine Spielersuche angeboten wird, kannst du sie im Menü Einstellung mit X abschalten. Egal wie du spielst, du trägst immer zum Fraktionskrieg bei. Okay. Wollen wir Spieler gegen Spieler? Machen wir auch mal Spieler gegen Spieler. Das wird super. Spielersuche gestartet. Was? Spielersuche gestartet. Suche nach Spielern. Okay, ich bin gespannt. Spiel gefunden. So, wir spielen jetzt gegen einen Spieler. Du bist dadurch 113 Sitzung beigetreten. Ja, warum nicht? Warte auf andere Spiele. Okay, Heldenmenü. Wenn dein Inventar voll ist, kannst du keine neuen Ausrüstungsstücke mehr erhalten. Mhm. Okay, also ich spiele es jetzt zum ersten Mal. Wie gesagt, ich spiele es gegen einen anderen Spieler. Runde 1. Ich bin gespannt. Ihr habt alle bestimmt schon mehr Erfahrung als ich. Aber ich habe Dark Souls gespielt. Ich müsste das eigentlich besser hinkriegen. Aua. Nein. Alter. Was? Was? Okay, das war ein sehr schneller Tod. Runde 2. Das lief nicht ganz so toll. Ich komme mir gerade vor wie bei Game of Thrones hier. Yes! Alter, das macht mega viel Spaß. Das macht echt mega viel Spaß, das Spiel. Runde 3. Es ist nur gegen andere Spieler echt sackschwer. Ich glaube, ich müsste mal gegen die KI ein bisschen üben auch. Nein! Ah! Das ist so mies! Das ist so mies, wenn man einfach durch die Umgebung runtergeschmissen werden kann. Das ist ja bescheuert. Aber auch irgendwie lustig. Runde 4. Oh, sehr gut. Da kann er mich, glaube ich, nirgendwo runterschmeißen. Ja, ist klar, alter Schwede. Crap. Typisch Hippie, fällt einfach runter. Hust, Dark Souls. Ja. Ja, es war keine sehr gute Runde. Beute, Plünderung des Schlachtfelds, Belohnungen. Hat die Sitzung verlassen, okay. Ein paar Erfahrungspunkte haben wir gekriegt. Heilung durch Exekutionen, Blockschaden, Sprintgeschwindigkeit. Aha. Was? Nee, hier will ich hin. Anlegen. Okay, ich habe das, glaube ich, angelegt jetzt. Hoffe ich zumindest. Ja, haben wir angelegt. Okay. Punktestand. Okay, nächstes Match. Bereit, Kartenwahl, Kriegsressource nutzen, bereit.
Warnung, es sind nicht genug Spieler in der Spielsitzung und du kehrst zum Hauptmenü zurück. Ah, okay. Machen wir nochmal, glaube ich. Ich glaube, gegen andere Spiele hat man den Vorteil, dass man ein bisschen schneller übt vor allem. Beziehungsweise ein bisschen besser reinkommt. Nobis 384 Sitzung beigetreten. Cool. Ja, natürlich nehmen wir den Ritter halt. So. Also ich weiß übrigens gar nicht für YouTube, wie lange das geht. Also wie lange wir spielen. Es macht auf jeden Fall momentan sehr viel Spaß und ich nehme jetzt einfach mal ein paar Folgen auf. Mal gucken. Ich denke mal, so die Folgen werden aber so 30, 40 Minuten lang sein. Mal gucken. Ich möchte heute noch was anderes machen dann auch. Und ja. Also wir sind ja gerade live im Stream auf Twitch. Aber mir macht das gerade echt mega viel Spaß hier. Na, schauen wir mal. Oh oh. Ja, das lief nicht ganz so gut. Runde 1 verloren. Das war eine schnelle Runde. Ich bin kein würdiger Gegner für ihn. Oh, es ist echt krass, gegen andere Spieler zu spielen. Das ist, Runde 2. Oh, das ist alles so gut. Ritterin, wir wollen ja gerne konform bleiben. Ja, das ist gar nicht mal schlecht. Nein! Ach, komm! Das ist echt schwer. Nein, 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 nein. Ach komm. Yannick, hi, grüß dich. Schönen guten Abend. Ich komme und Hebe stirbt. Was ein Zufall. Ja. I'm no match for him. Das ist doch nicht wahr. Runde 3. Das ist gar nicht mal so einfach. Oh, da kann man wieder runterschmeißen, glaube ich. Das wird super. Der könnte mich ja mal gewinnen lassen. So, haben wir mal gewonnen. Fantastisch. Ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen, ob wir da noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber ich muss sagen, es ist zwar mega schwer, aber es macht echt viel Spaß. Denn dann ausweichen? Das gibt's doch nicht. Ach komm. Wie kann ich denn dann... Was er macht, er blockt dann irgendwie immer noch den Angriff. Wie auch immer er das macht. Also wenn ich dann... Ne, du dodgst ihn halt an. Und das funktioniert irgendwie dann bei... Keine Ahnung. Und er kontert es aber irgendwie. Wie auch immer er das macht. Keine Beute. Ja, das ist mal klar. Aber Erfahrungspunkte gibt es hoffentlich. Na, ein paar. Na, ist ja gut.
Schauen wir mal. Kriegsressourcen in allen Territorien einsetzen. Zack. Schauen wir mal. Es ist ja auch, glaube ich, unterschiedlich, ob man den Ritter spielt, den Wikinger oder den Samurai. Weil der eine hat halt mehr rabiate Stärke, der andere mehr Beweglichkeit, also ne, Bewegung und so weiter. Da gibt es ja einen Unterschied, glaube ich. Jeder Held hat sein eigenes Inventar. Wenn das Inventar eines Helden voll ist, erhältst du keine neuen Ausrüstungsgegenstände für ihn. Bei Duellen kann... Das war zu schnell. Das konnte ich nicht lesen. Runde 1! So. Neue Runde, neues Glück. Versuchen wir es nochmal. Crap, das gibt's doch nicht. Mann! Hat er mich gerade mit dem Schaft von seinem Schwert gekillt? Runde 2. Krass. Well. Ich bin echt schlecht bei sowas. Ich bin echt schlecht bei solchen Spielen. Wer mein Dark Souls Let's Play kennt, der weiß, wie schlecht ich bei sowas bin. Au. Boah, dass die Ausdauer dann so schnell hier runter geht, das ist auch krass. Yeah. Okay, ich bin echt schlecht. Ich bin wirklich mega schlecht einfach. Das ist unfassbar. Runde 3. Ich würde gerne einen Sieg einfahren. Das wäre schon nicht schlecht. Oh, ist das mies. Nein. Ach, das gibt's doch nicht. Das ist, ja. Well, das läuft nicht ganz so gut hier. Kriege ich eine Belohnung? Wahrscheinlich nicht, ne? Irgendwas habe ich gekriegt. Leistung. Du erreichst Level 2, Symbol, Sonne. Geil. Das finde ich gut. Sirius Parierstange, gewöhnlich. Anlegen. Okay, probieren wir es mal. Keine Ahnung, was das ist. Wir gucken es uns einfach mal an. So, bereit. Zitadellentor. Tag, Aschfeld. Achso, in Tag. Also man kann auch nachts kämpfen, dann glaube ich. Das ist cool. Wir können auch ein benutzerdefiniertes Spiel machen, Hepi, Enola, du und ich. Wir schauen uns gerade die Chars an und deren Skill-Kombinationen. Mhm. Dann wisst ihr schon mehr als ich. Ich glaube, man muss sich da echt so ein bisschen auch mit beschäftigen dann. Mit den einzelnen Charakteren etc. Da muss man so ein bisschen gucken, glaube ich. Runde 1. Aber gut, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wie gesagt, ist hier noch relativ neu, das Spiel zumindest für mich. Ja,
hat er das denn gemacht? Wie hat er mich denn so geschubst? Wie ging das denn? Runde 2. Darf ich ihn denn nicht anvisiert haben, oder? Da hat er mich einfach runtergeworfen. Ich hasse sowas. Ach Mann, ich hasse es. Nein. Ach komm. Ja. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Es ist irgendwie frustrierend gerade. Runde 3. Das ist mega frustrierend gerade. Alter. Nein, tot. Ja. Okay, ich spiele nicht mehr gegen den. Jetzt mag ich nicht mehr. Der ist einfach zu gut. Beziehungsweise ich bin einfach zu schlecht. Ich glaube, jeder rotzt mich weg. Okay. Na gut, schauen wir mal. Keine Beute. Was für eine Überraschung. Also gut. Ich mache an der Stelle jetzt mal den Cut, zumindest für diese Folge dann. Es wird vielleicht noch ein, zwei Folgen, wird es vielleicht noch geben. Ich spiele jetzt mal ein bisschen mit der Community hier, dass wir einfach ein bisschen üben dann. Also wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Hier ist der Cut. Also bis dann und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen.